Bruder, ich Schwester im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahrlich, Allah gebührt der Dank. Ihm danken wir. Und ihm bitten wir um Hilfe und Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Übel und Missetaten. Wenn Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wenn Allah irre gehen lässt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Und ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sein Prophet und Gesandter ist. Der, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele und mein Besitz, hat sich für die Überbringung der Botschaft abgemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Mein Thema, inshallah, heute dreht sich um den besten Menschen, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber bevor ich mein Thema anfange, gibt es eine kleine Bemerkung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch sozusagen auf eine schöne Art und Weise erziehen und auch umsetzen lassen. Ich habe gerade einen Schock gekriegt. Ich bin gerade rausgegangen und ich sehe da 15 oder 13 Kinder zwischen vielleicht 12 und vielleicht 7 Jahren, die sind am Spielen, während wir hier beten. Wie kommt es? Wie kommt es, dass wir beten und wir lassen die Kinder draußen sitzen? Gibt es nicht, guck mal, wie viele Erwachsene wir haben. Wenn jeder von euch ein Kind an der Hand mitgenommen hätte und in die Moschee geführt hätte, damit betet, und danach wundern wir uns, warum die Kinder nicht mehr in die Moschee wollen, warum die Kinder nicht beten. Rasul Hassan sagt, wie bei Moslem, bringt es ihnen bei mit 7. Aber es heißt ja nicht, dass ich, ach, er hat jetzt die 7 Jahre erreicht, ich fange jetzt damit an. Und hat gesagt, ihr solltet, wenn die 10 Jahre alt sind, ihr solltet etwas strenger werden. Leute, es ist eine Aufgabe für jeden. Wallahi, ich habe jetzt, nachdem ich gebetet habe, ich wollte jetzt noch einmal beten. Ich habe gedacht, irgendwas ist schiefgelaufen. Das ist eure Aufgabe. Lasst kein Kind auf der Straße, wenn ihr betet. Und die Kinder denken, nee, ich bin zu spät gekommen, lass mich. Was? Wie? Da? Bist du spät gekommen? Geh rein und bete. Achtet darauf bitte. Jazakallahu khair. Inshallah fangen wir mit dem Thema an. Ich möchte sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, achtet auf das, was ich jetzt sage. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, schafft er dafür die Bedingungen. Plötzlich steht ein Kafir, ein Nicht-Muslim auf und fängt an, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu spotten. Er malt irgendwelche Bilder, die Muslime sind sehr sauer, aufgebracht. Was hat uns gebracht? Das erste, viele Muslime sind durch diese Situation religiöser geworden, haben sich mehr mit ihrer Religion beschäftigt, haben sich mehr mit ihrem Propheten sallallahu alaihi wa sallam beschäftigt. Das zweite, seitdem das in Dänemark passiert ist, haben sich allein in Ägypten 5 Sender sind gegründet, allein um die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu verteidigen und zu verbreiten. Sag Alhamdulillah. Subhanallah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, schafft er dafür die Bedingungen. Aber wir sollten unseren Kopf nicht verlieren und wir sollten auch unseren Kopf nicht senken. Wir sind erstmal Muslime. Die beste Gabe, die ein Mensch haben kann. Das zweite, Muhammad ist unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Viele Leute heute sagen, ich bin ein Muslim. Alhamdulillah. Wer ist dein Prophet? Muhammad. Was weißt du über ihn? Wir wollen heute in diesem Vortrag ein bisschen über Muhammad sprechen. Und es tut mir leid und ich bitte Allah um Vergebung, dass ich über Muhammad in dieser kurzen Zeit rede. Weil wenn man über Muhammad redet, da kannst du Vorträge machen, jahrelang. Und du wirst kein Ende haben. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Erstmal seine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rief Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam niemals mit seinem Namen. Obwohl er viele Propheten mit ihren Namen gerufen hat. O du, Jesus, sagte er, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte du, Yahya, nimm das Buch mit Ernsthaftigkeit. Du, Nuh, geh runter mit Sicherheit, ohne Angst, ohne Furcht.
Du Musa, du solltest wissen, ich bin Allah. Aber zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, o du Prophet, o du Gesandter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wir genügen dir als Schutz vor den Spöttern. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala machte sein Gehorsam mit dem Gehorsam des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen verknüpft. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer Muhammad gehorsam ist, er ist Allah gehorsam. Subhanallah. Das ist die Stellung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, wir haben dich für nichts anderes entsandt, außer als Barmherzigkeit für die Welten. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, guck mal, damit die Kuffar eigentlich sich freuen heute, sagte Ibn Abbas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist entsandt zu allen Menschen, zu allen Welten, zu den Jinn auch. Und was ist dazu? Derjenige, der an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, ist sicher im Diesseits und am Ende im Jenseits. Der Käfer, der an ihn nicht glaubt, ist sicher in diesem Diesseits und am Ende der Tage ist er nicht sicher. Und er sagte, lies, wenn du willst. وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ. Allah würde sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen bist. Das ist die Stellung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es ist eigentlich ein Muss, wenn man Muhammads Name sallallahu alaihi wa sallam hört, dass man das Segen ausspricht. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, geizig ist derjenige, der meinen Namen hört und sagt nicht sallallahu alaihi wa sallam. Geizig ist derjenige, der hört den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist ein Vorbild. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr habt in eurem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein schönes Vorbild. Und die Traurigkeit ist heute, wenn du zu den Leuten sagst, Muhammad ist dein Vorbild, was hast du für Vorbilder? Er ist traurig. Ich war in Gießen vor ein paar Tagen, habe ich einen Vortrag gemacht, und ich habe eigentlich nicht gesagt, außer ich gesagt habe, Muhammad ist das beste Vorbild, was wir haben. Wer ist dein Vorbild, habe ich gesagt, Tupac, 50 Cent? Kam ein Mann zu mir und sagte zu mir, Bruder, du hast gute Worte gesprochen, aber warum hast du Tupac und 50 Cent, oder wie 50 oder 30 Cent waren das, hast du ihn beleidigt? Subhanallah, ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe Muhammad gesehen und ich habe diesen gesehen, der ist verschwunden. Kein Platz mehr. Warum? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der Wahrhaftige, der zu Allah gerufen hat. Lass uns, bevor wir über Muhammad sprechen, kurz über seine Wesensart sprechen. Was war seine Wesensart? Al-Quran. Er lebte nach dem Koran. Er ist nicht mal ein Millimeter davon abgewichen. Aisha radiallahu anha wurde gefragt, erzähl uns über seine Charaktereigenschaften. Sie hat gesagt, in einem Hadith, habt ihr nicht gelesen die ersten 10 Ayat von Surat al-Mu'minun? Und sie hat gesagt, so war seine Wesensart. In einem anderen Hadith hat sie gesagt, seine Wesensart war der Koran. Wie viele von uns heute lesen den Koran? Wie viele Leute wissen, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war? Und du siehst ihn und Muhammad hunderte von Kilometern weit weg, weil er das nicht umsetzt. Viele von uns heute haben Wissen, er liest den Koran, aber ist weit weg vom Koran. Nimm dir ein paar Charaktereigenschaften von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Erstmal seinen Umgang mit den Sündern. Und wir reden über Sünder. Ich bin ein Sünder. Jeder von euch ist ein Sünder. Wallahi al-Azim, ich sitze nicht hier und zeige auf euch mit dem Finger und ich denke, ich bin besser als ihr. Auf gar keinen Fall. Das ist gefährlich. Rasul sallallahu alaihi wa sallam kommt ein junger Mann in die Moschee. Achtet drauf. Es ist eine Lehre für uns alle, die immer so versteinert sind, wenn jemand sagt, ich habe eine Sünde, ich war in der Disco, ich habe eine Freundin. Ha? Wen willst du belügen? Allah? Kommt ein junger Mann in die Moschee, die Sahaba sitzen um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Guck mal, wie bescheiden er war, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat nicht wie ich, astaghfirullah al-azim, so oben gesessen. Er hat zwischen seinen Freunden gesessen. Die Leute kamen, wer ist Muhammad? Sie wussten nicht, wer er, weil er so unter seinen Freunden gesessen hat.
kommt ein junger Mann und sagt, Ja Rasulallah, erlaubst du mir, Zina zu betreiben, Unzucht zu betreiben? Die Sahabe, was? Was will er? Unzucht betreiben? Udnu minni, komm näher. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udnu minni, komm hier hin. Unser einer würde sagen, du bist in einer Moschee, schämst du dich nicht? Raus, schmeißt ihn raus. Komm hier hin, setz dich hin. Er erklärte ihm erstmal, magst du es für deine Mutter? Sagte er, A'udhu billah. Ja'alin Allahu fidaka, ya Rasulallah. Sagte, magst du es für deine Tante? A'udhu billah. Für deine Mutter, für deine Schwester? Nein. Hört mir zu, sagte, genauso die Leute wollen es nicht für ihre Familien haben. Deshalb heute der Jugendliche, der eine Schwester verführt und mit ihr in die Disco geht und eine Fahisha macht. Und wir sind heute so weit, die Muslime, dass heute schon 13-Jährige und 14-Jährige schwanger werden. Jetzt ein Fall, eine 14-Jährige Muslime ist schwanger. So, deshalb der Muslim, wenn er umsetzen will, das, was du dir oder deine Familie nicht für deine Familie willst, tu das auch für die Schwester nicht. Ihr Vater und ihr Bruder und ihre Familie wollen das auch nicht, dass du sie verführst. So argumentierte der Prophet Muhammad s.a.w. Dann hat er seine gesegnete Hand auf seinem Herz gelegt und sagte er, O Allah, reinige sein Herz. Allahu Akbar. Sie ist aufgestanden und gegangen und die Sahaba haben gesagt, es gab nichts, was er mehr gehasst hat als die Unzucht. Sein Umgang mit den Unwissenden. Viele von uns heute, wenn er jemanden sieht, subhanallah, ich muss mich dran erinnern, ich bin mal in die Moschee gekommen, standen zwei Brüder, die haben gebetet. War schon